Ja, was ist denn das? Eine Lokomotiv-Schöpfung, ne? Das Anheizgebläse, Grundscheibe mit dem Rüssel, dann die Turbine, abgedeckt durch eine ringförmige, ein ringförmiges Blech, hart verlötet. Statt der bisherigen 4,5 Volt nur noch 1,5 Volt. Oben das Schalterchen und los geht's. Die Abgase, sprich Rauchgase, werden jetzt aus einem Abschnitt ca. 3 cm lang, 15 mm hoch, in eine definierte Richtung weggeführt, sodass man also nicht mehr rundherum die Rauchschwaden hat. Der Saugzug ist erheblich. Möglicherweise kann man die Drehzahl ja noch ein bisschen weiter regulieren, wenn man dann eine PWM statt der einen Monozelle nimmt. So. Das soll es gewesen sein.